OBS hat mal wieder mein Mikrofon nicht erkannt. Also nicht OBS, sondern mein ganzer Laptop erkennt mal wieder das Mikrofon, das ich habe, nicht. Und ich denke, dass an dem Punkt ist es relativ egal. Klar. Judgment. Ich bin Demon Beggar. Oh, da ist ja schon einer. Dann werden wir denen mal ein bisschen Herzen geben. Ne, dich will ich nicht. Shotspeed. Und Ace, oh, Ace of Hearts. Das ist erstaunlich gut. TS up. Und Health up. So. Dann gehen wir hier hin. Kümmern uns hauptsächlich ums Weglaufen. Und Gegner am besten nicht töten. Tja, das war die Lost Soul. So. Ist das ein. Soll das einfach ein Gym sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, was das Buch mit dem Birthright macht. Oh, wenn man das ein Spacebar-Item drauf macht, wird es quasi zu einem Damage-Up und was auch immer das Buch macht. Das Buch, genau, das Item, was man hat. So. Dann der Boss, weil die Boss eh eher. So, tot. Haunt. Moment, ich habe eine ganze Menge Geld verschwendet in diesem Run. Huch. Ist nicht schön. Oh, es ist. So. Er ist tot. Wenigstens. Klar. Ich will wissen, ob ich den Musik kriege. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Aber eine gute Chance haben wir. So, da wollte ich sowieso noch wegsprengen. Ja. Nice. So, war hier noch irgendwas, was ich mitnehmen will? Ja. Tier-Subs. Aber wir sind ja schon auf Max. Two of Clubs. Ich will die rote Karte haben, das könnte super sein. Ich habe gerade den Heiligen Gral mitgenommen. Was an Heiliger Gral habe ich nicht verstanden? So. Hangman. Macht uns zu Greed für einen Raum, glaube ich. Entweder das oder es gibt uns einen Greed-Begleiter. Ich meine, ich könnte es theoretisch nachgucken, aber. Juicy Sack. Sick. Auch sick. Empress. Ja, macht uns zu Greed. Sehr schön. Und einmal rerollen, denn alles hier bringt gehörig wenig. Okay, die beiden bringen gehörig viel dafür, was sie sind. Das war gehörig viel Geld für das, was es ist. So. Und den da kann man nachher wegsprengen. So, raus hier. Vorne bei beiden schon drin. Ja. Ich glaube aber, das Damage Up müsste durch Spare Fright ein wenig gemildert werden.
Das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, das war so. Moment. Weil ich sowieso nicht rausgehe, dann kann ich ja das gleich einsetzen. Ich soll vielleicht versuchen, nicht die Lost Soul aufs Spiel zu setzen. Ist mir gerade eingefallen, wegen der Ace of Hearts Karte, die wir eingesetzt hatten. Weil wir haben quasi genau das gemacht, was uns das die Lost Soul kostet. Oder gekostet hat. Und ja. Und wenn da ihr gesehen habt, dass uns ein Angel-Item in dem Fall gegeben hat, ist glaube ich die Information, dass es ein bisschen kontraproduktiv ist, vielleicht sogar ziemlich offensichtlich. Mich würde es wundern, wenn nicht. So, einer tot, der andere auch. So. Was ich gerne aus dem Kopf wüsste, ist, dauert. Kriege ich jetzt die Aufladung oder habe ich sie zuerst gekriegt? Sehr gut. Ich habe sie zuerst gekriegt. So. Und das behalten wir, den Rest, die Aufladung behalten wir für die nächste Ebene. Denn ich denke, das sollte so oder so reichen. So, und der andere. Sehr schön. Besiegt. Eden Soul. Klar. So, BFF. Ne, für die Marm-Transformation. Klar. Und versuchen wir mal zu rerollen. Size down. Sehr schön. Habe ich alles, was ich hier wollte. Bevor ich noch mehr reroll, was ich gern haben würde, gehe ich erstmal weiter. My little Unicorn. Elf ab. Man, hat er jetzt einen Holy Mantle? Der Junge scheint gerade einen Holy Mantle zu haben. Faded Flag increases the chance to find telescopes. Telescopes will have a higher chance to give moons. Moon familiars will. Okay, das passt recht gut zusammen. So, gehen wir noch hier rein. Health up und Tears up, was nichts mehr bringt. Lag ja nicht ein Herz da. Da waren wir drin. Ja, dann fangen wir mal an. Diese Runde leider ohne Damage-Ups. Aber da müsste ich mit klarkommen. Wir haben ja schon halb aufgeladen. So. Ah. Sehr schön. Ich weiß nur leider nicht, ob wir das auf der Ebene noch aufgeladen kriegen. Also Eden's Soul. Würde mich absolut nicht wundern, wenn nicht. Ehrlich gesagt auch nicht ganz, wenn schon. Ich meine, wir müssten mit Angel Deal 12 Aufladungsbalken kriegen. Weil das ja 12 Wellen sind. Ja, müssen wir sehen. Das wäre die Musik, mit der ich nichts anfangen kann. So, und da wir nichts einsetzen, können wir zwischendurch gern Dings verlassen. Und gucken, ob wir irgendwas kriegen, was uns helfen kann. Fire Rate up fürs eine Auge. Sehr schön. Moment, das kann mehr Geld geben, als wir investieren. Und es hat kein Geld gegeben. Sehr schön. So lobe ich mir das. Och, nicht schon wieder, du. Und dann auch noch ohne Damage, nicht Damage ab, ohne Damage Buch.
Was soll denn der Quark? Auch noch direkt jemand wie er hinten ran. Es wird echt nicht besser. Es ist groß und klein. Au. Oh. Oh. Mensch, das geht ja gar nicht klar. Dazu ja auch noch die Masken. Ne, da mache ich ungern mit. Deshalb bin ich jetzt auch fertig. So. Moment, was. Das wird der Current Item Pool, okay. Das heißt, wir müssen das im Angel Deal, genau, im Angel Deal einsetzen. Und bis dahin nicht sterben. So einfach ist das. Naja, da die nicht viel Leben zu haben scheinen insgesamt, scheint das ziemlich machbar zu sein. Bitte, wir haben nämlich noch ein paar übrig. Verdammt. Auch wenn wir viel zu viel Damage meines Erachtens genommen haben. So. Klar. Und. Und. Sehr schön. Dann können wir My Little Unicorn mitnehmen. Da. So, ist hier noch irgendwas, was das ich will? Sehr schön. Und mehr kann ich gar nicht wollen. Außer vielleicht das Herz. Dann gehen wir mal dahin. Nehmen das Feuer mit. Und gehen weiter. Es ist knapp, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich noch nichts gefunden habe, was mir bei der Aufladung hilft. Aber es scheint, als könnte ich den Greedia Mode als vielleicht geschafft abstempeln. Ist noch alles möglich, ich weiß. Nehmen wir dich mit. So. So. Klar. So. Da das Damage-Ups gibt, ist mir die Lost Soul jetzt auch vergleichsweise egal. Och nö. Mach auf, sofort. Noch vor der Zeit Ablauf. Oh. Ich würde gerne die Dinger da loswerden. Sehr schön. Wenigstens bleiben die in der Nähe. So. Da wir wieder Damage-Ups kriegen, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Machen wir jetzt noch die nächsten hinterher. Mein, was, wie schade zum Endeffekt. Wir haben ja Geld. Wir haben Damage. Wir haben Leben. Und das können wir alles theoretisch auch im Nachhinein noch ausgeben. Sollten wir es brauchen. Oh, Pin. Oh, und der andere Pin. Der nicht ganz so Pin. Der aber dennoch ein Pin ist. Irgendwie. So. Dann nehmen wir fix die Kohle mit. Und weiter. Ne, Moment, wir haben immer noch 16 Damage. Ich glaube, wir müssen ein anderes Space-Item mitnehmen. Nehmen wir das mit. War ich da drin? Ja, aber da ist noch ein Soul Heart drin. Das heißt, ein halbes kriegen wir im Endeffekt noch dazu. Bitte sag mir, das wird auch rerollt. So. Clearing. Oh. Perfekt. Weiß nicht, ob das was bringt. Das absolut nicht, nee. Moment, ist das. Nein, das ist die andere Milk.
Es wird nicht gerollt, aber ich lege es trotzdem weg. So, und das müsste das dritte Marm-Item sein, genau. So. Der Junge da. Der Junge da, wenn wir. Ich wünschte, wir könnten noch Geld rankriegen. Okay, vielleicht können wir noch Geld reinkriegen. Der Zug ist noch nicht abgefahren. So. Und ich habe quasi alles, was ich will. Es sei denn, hier kommt jetzt noch irgendwas Krasses. Da ist noch etwas Krasses. Oh, was soll denn das? Naja. Der Run ist auf jeden Fall stark genug, um es mit Ultra Grid aufnehmen zu können. Jetzt fehlt es nur noch die Frage, habe ich genug Skill? Ja, jetzt noch die 25 Münzen. Mhm. Naja. Sehr schön. Sehr schön. Verdammt. Oh oh. Scheiße. Quasi müssen wir alle Münzen, die wir noch hier irgendwie rauskriegen, mit einsammeln. Ansonsten wird er noch viel stärker als ohnehin schon. Wenn ich die Tränen durch Multidimensional Baby und das Prisma zu senden, dann. Fuck. Dann habe ich die ultimativen, den ultimativen Tier Multiplier. Buddy. Oder beziehungsweise schöpfe ich die beiden ultimativ aus. Aber das ist erstaunlich schwierig. Ich frage mich, ob er mit dem Damage mit Geld, den ich währenddessen kriege. Ich weiß nicht, was mit Geld, aber entweder seine HP oder seine Boss Armor. Und das ist das. Das ist beides scheiße. Okay, auf jeden Fall heilt er sich viel zu oft. Ich müsste dafür darauf achten, wie viel Damage ich jederzeit mache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das kriege ich nicht hin. Nein, 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 nein. Oder müsste nicht mehr. Scheiße. Müssen so weit wegbleiben von den Türen wie möglich. Aber gleichzeitig auch gut vor Greed ausweichen. Ansonsten habe ich nämlich ein kräftiges Problem. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da, wo ich mir keine Sorgen drum machen muss. Nee, das Geld. Verdammt. Fuck, jetzt ist hier noch mehr Geld. Ich hab ihn, alles gut. Eye of Belial. Ich weiß nicht mal, was das macht. Naja, zahlen wir wieder ein. Weil im Endeffekt müsste das einzahlen nichts mehr bringen für uns. Aber, naja. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke melden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.